Freunde, Thema heute Bauchfett abbauen mit lasergenauer Technik am Bauchfett abbauen. Richtig, ihr runzelt jetzt gerade Stirne, ich auch die Stirn, weil ja, solche Aussagen gibt es. Da gibt es ein paar so Hersteller, die gewisse Supplemente herstellen und die erzählen solche Sachen. Und es gibt Menschen, die auch immer noch tatsächlich glauben, dass man speziell am Bauchfett abbauen kann. Das heißt, man könnte Übungen machen oder sonst irgendwas und am Bauch wird dann speziell Fett abgebaut. Dazu jetzt einfach mal eine kleine schöne Grafik von mir, gemalt von Herzen. Ob es gut aussieht, ist was anderes. Okay, also wir haben hier ein Köpfchen, okay? Paar Haare drauf, ein Näschen und hier ist ein Auge und hier ist ein Mund. Da gehen wir jetzt runter. Das ist hier der Hals natürlich und dann haben wir hier den Oberkörper. So, und meistens ist ja hier, das ist der Bauch und dann kommen unten die Schenkelchen, Knie und unten die Füßchen, okay? Und hier sind die Ärmchen. Und wenn wir jetzt mal genau hingucken, stellen wir fest, dass natürlich genau hier das meiste Fett anliegt. Manchmal hier hinten noch oder am Oberschenkel, bei den Männern meistens am Bauch, bei den Frauen mehr am Popo und mehr an den Oberschenkeln. So, und jetzt würde natürlich jeder gerne hier speziell das Fett abbauen, am Bauch. Deswegen gibt es natürlich auch Werbeaussagen, die sagen, dass mit ihren Mitteln oder mit ihrer Übung speziell das Fett am Bauch abgebaut wird. Und das stimmt definitiv so nicht, ist so nicht möglich. Und zwar, egal welche Übung und egal welches Mittelchen man zu sich nimmt, es wird so sein, dass hier am Bauch die Arbeit, wenn am Bauch das meiste Fett ist, am längsten dauert. Warum? Wenn wir hier oben Gesicht schauen, hier oben in den Schultern oder Brust, da ist die Schicht von Körperfett natürlich relativ klein, relativ dünn. Die ist nicht groß. Im Gesicht sind es 1-2 Zentimeter. Am Oberkörper hier, an den Schultern ist es 1-2 Zentimeter. An der Brust kann es bei einem oder anderen Mann auch ein bisschen mehr sein. Aber umso weiter wir runterfahren, Richtung Bauch, abdominalen Bereich, hier in dem Mittelbereich, da ist es natürlich so, dass die Bauchschicht am dicksten ist. Und somit, wenn hier oben in der Brustbereich schon 1 Zentimeter weniger ist, an Hinternarmen schon 1 Zentimeter, 2 Zentimeter weniger ist, wenn es am Oberschenkel schon 1-2 Zentimeter weniger ist, weil bei den meisten Männern ist hier gar kein Fett, dann bleibt halt hier immer noch, wenn 20 Zentimeter zu viel drauf ist, 18 Zentimeter übrig. Und wenn hier 18 Zentimeter übrig bleibt, dann dauert es natürlich auch in der Mittelpartie immer am längsten, bis das Körperfett hier nicht weit genug reduziert ist. Und deswegen der wichtige Tipp, nein, es gibt keine Mittelchen, die speziell das Bauchfett angreifen. Nein, es gibt keine Übungen, die speziell dafür sorgen, dass nur am Bauchfett abgebaut wird. Auch das wilde Zappeln auf dem Boden mit zig verschiedenen Bauchmuskelübungen führt nicht dazu, dass speziell im Bauchbereich Fett abgebaut wird. Auch wenn es da unten am Bauch auf einmal brennt ohne Ende, bedeutet das nicht brennen gleich Fett verbrennen. Okay? Deswegen, wenn wir was tun, machen wir mal einen Strich drunter. Wenn wir was tun, das Erste, was wir tun sollten, ist natürlich wieder Ernährung. Ernährungsstatus überprüfen. Das ist immer, wenn es um Körperfettreduktion geht, das Wichtigste. Die Nummer 2 ist natürlich die Bewegung. So, und bei der Bewegung, richtig, sollte man dafür sorgen, dass die roten Muskelfasern, rot wie das Rot hier, dass die roten Muskelfasern aktiviert werden, denn die roten Muskelfasern sind die sogenannten aeroben Muskelfasern. Und die aeroben Muskelfasern, das sind die Muskelfasern, die Fett verbrennen können, weil für die Fettverbrennung benötigen wir Sauerstoff. Und die roten Muskelfasern sind speziell dafür da,
den Fettstoffwechsel zu aktivieren. Und wenn wir das richtig machen, über die richtige Ernährung und entsprechend über die Bewegung, dann werden wir hier natürlich auch dauerhaft das Körperfett im Bauchbereich eliminieren können. So, und jetzt wollt ihr natürlich wissen, wie sieht's aus mit der Ernährung? Was müssen wir da tun, um Bauchfett zu eliminieren? Ich mache es ganz einfach, ich mache heute keinen Trainingsplan, keinen Ernährungsplan, sondern einfach die wichtigsten Tipps, die man berücksichtigen sollte. Also, Nummer 1, wichtiger Tipp, 3 Mahlzeiten pro Tag. Ja, diese 3 Mahlzeiten ist das erfolgreichste Modell, das ich in den letzten 30 Jahren kennengelernt habe. Es gibt ganz viele andere Möglichkeiten, aber warum soll ich irgendwelche Möglichkeiten nennen, die vom Erfolgsfaktor viel kleiner sind, wie diese 3 Mahlzeiten pro Tag. So, die Nummer 2. Die 3 Mahlzeiten sollten so weit wie möglich art- plus bedarfsgerecht. Artgerecht sein, also einfach so wenig wie möglich Dinge drin, die in der Natur nicht vorkommen, und bedarfsgerecht auf den jeweiligen Organismus angepasst. Was bedeutet das? Jeder Organismus hat natürlich einen Grundbedarf an Nährstoffen, an Kalorien. Und zwar berechnet sich das einmal im Ruheumsatz, das ist das, was der Körper in der Ruhe verbraucht, dann der Arbeitsumsatz, das ist das Berufsbild, und der Leistungsumsatz, das ist das, wenn man da noch Sport dazu betreibt. Also, einmal so weit wie möglich artgerecht, bedarfsgerecht habe ich gerade genannt, und artgerecht bedeutet nochmal, es sollten so wenig wie möglich Stoffe im Essen drin sein, die in der Natur so nicht vorkommen. So, da haben wir die Nummer 3. 3 Mahlzeiten, artbedarfsgerecht, und jetzt auch wichtig, zwischen 4 bis 5 Stunden Zeit von einer zur anderen Mahlzeit. Keine Zwischenmahlzeit, auch keine Obst-Zwischenmahlzeiten, bitte. So, jetzt haben wir 3 Mahlzeiten, artbedarfsgerecht, 4 bis 5 Stunden Zeit. Ja, jetzt kommt die Nummer 4, da gehen wir jetzt ein bisschen Detail rein. Es sind immer die bösen Kohlenhydrate, die da ein bisschen leiden müssen, denn davon essen die meisten Menschen tatsächlich zu viel. Also achten wir darauf, dass wir natürliche Kohlenhydrate nutzen. Natürliche Kohlenhydrate, was sind das? Das sind natürlich anstatt ein Weißbrot oder ein Mischbrot oder ein Laugenbrötchen oder eine Brezel, nehmen wir ein gesundes Vollkornbrot ohne Zuckeranteil. Pumpernickel ist am bekanntesten dafür, oder im Moment auch das Whole and Pure ist ein Brot, was man im Edeka bekommt, im Rewe, und zwar da ist kein Teig drin, nur gepresste Körner. Gut, bei den Nudeln, Dinkelvollkornnudeln zum Beispiel, oder auch andere Vollkornnudeln, Kartoffeln, anstatt Kartoffelbrei, eine Naturkartoffel in Schale, und beim Reis natürlich schön Wildreis, Naturreis, was in die Richtung. Natürliche Kohlenhydrate und die einfachen Kohlenhydrate in Form von süßen Sachen, von Weißbrot, all die Dinge mal so weit wie möglich eliminieren. So, jetzt durch Nummer 5, ganz wichtig, Süßigkeiten, so weit wie möglich reduzieren. Eliminieren macht keinen Sinn, denn die meisten, die sie komplett versuchen zu verbannen, die werden irgendwann rückfällig. Deswegen lernen mit Süßigkeiten umzugehen. Die Nummer 6, ganz klar, Alk. Keinen Alkohol. Die Nummer 6, keinen Alkohol. Denn Alkohol ist, was Fettverbrennung anbetrifft, unter anderem auch eine Katastrophe. Wenn ich sage, keinen Alkohol, meine ich am Wochenende ein Gläschen Wein, kann man mal trinken, ein Gläschen Rotwein, vielleicht einmal 2 Gläschen Rotwein, aber keine Flasche Rotwein, am besten nicht jeden Tag. Bier natürlich, auch bitte kleine Mengen, am Wochenende allerhöchstens. So, das wären mal die wichtigsten Sachen zum Thema Ernährung. Ja, dass man diese Grundregeln einhält. So, jetzt gehen wir weiter und kommen zur Bewegung. Was können wir in der Bewegung machen? Da ist ganz wichtig, Nummer 1, die roten Muskelfasern habe ich erwähnt. Rote Muskelfasern aktivieren, das ist Kraft, Ausdauer. So, die Nummer 2, 3-mal pro Woche, 30 Minuten ist eine Grundvoraussetzung, dass ich was tue. Also wenn ich von 3x30 Minuten rede, ist es ein Minimaleinsatz.
Das ist ein Minimaleinsatz. Und ein Minimaleinsatz funktioniert nur, wenn das Ernährungsverhalten zu 100% in die richtige Richtung tendiert. Okay? 3x 30 Minuten. Was haben wir noch? Die Nummer 3. Die Nummer 3 ist, machen wir es genau, oder? Machen wir es genau. Also rote Muskelfaserkraft, Ausdauer, 3x 30 Minuten. Was gut funktioniert ist, wenn man es kann, nüchtern Training. Nüchtern Training heißt, morgens auf nüchternen Magen, noch nichts gegessen, kein Frühstück, nichts, rausgehen zum Laufen zum Beispiel oder in den Keller runter und trainieren oder ins Fitnessstudio fahren, wenn es früh genug aufhört und ein Kraftausdauertraining. So, rote Muskelfasern, 3x3 Minuten mindestens und nüchtern Training. So, jetzt gehen wir mal ins Spezifische rein. So, das ist die Nummer 4. Kraftausdauertraining, wie definiert sich Kraftausdauertraining? Kraftausdauertraining definiert sich, dass ihr den Muskel zum Beispiel, wenn ihr Krafttraining macht, plus 60 Sekunden belastet. Das heißt, dass ihr eine Übung macht, erstmal eine Übung langsam ausführt und dass ihr pro Satz mindestens 60 Sekunden trainiert. Tendenziell darf es natürlich auch noch länger sein, aber nicht unter 60 Sekunden. Und die Nummer 5 ist, beim Training die Pausen minimieren, kurze Pausen machen, keine langen Pausen. Was machen wir noch? Die Nummer 6, was ist gut? Eine Kombi aus Kraft plus Ausdauer. Zum Beispiel, einfaches Beispiel, ihr macht zum Beispiel im Aufwärmtraining 5 Minuten auf dem Crosstrainer, auf dem Laufband, auf dem Trampolin, Hampelmänner, Burpees, whatever you want. Und dann danach machen wir 2-3 Krafttrainingsübungen, langsam ausgeführt mit kurzen Pausen, über 60 Sekunden Belastung. Und wenn wir die gemacht haben, 1-2 Sätze, das ist so 6-8 bis 10 Minuten Krafttraining, dann wieder zum Beispiel 5 Minuten reine Ausdauer auf dem Crosstrainer, Seilspringen, Trampolin, whatever. Das schön in der Mischung, ob ihr das letztendlich dann mit Freihandel macht, ob ihr das an Maschinen macht, ob ihr das mit Tubes macht, wie ich es oft mache und meinen Coaches empfehle, oder reines Bodyworkout, das ist euch überlassen. Ihr könnt selbst mit einer Langhandel könnt ihr arbeiten, mit Kurzhandeln arbeiten. Das ist völlig zweitrangig. So, das wären, da fehlen zwei Ü-Pünktchen, das wären die wichtigsten Tipps und auch einfache Tipps. Also es ist jetzt nicht ganz tief in die spezifische Tiefe, wo man alles erläutert, das kann ich immer noch machen. Das wäre mal für euch so der erste Einstieg, um überhaupt einmal sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. So, und das war's schon. Thema Bauchfettabbau und spezifischem Bauch, was nicht funktioniert und die ersten Tipps für euch. Ja, wie kann ich vorgehen, was kann ich tun, um überhaupt mal ran an den Speck zu gehen. Das war's von Andreas Trienbacher, Mr. T.